Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Train Sim World 2 Video. Heute geht es um die Hauptstrecke München-Augsburg, wo wir uns um die Tutorials kümmern werden. Sprich, eine Einführung in die Strecke bekommen und dann noch in die jeweiligen Züge. Willkommen bei Train Sim World 2. Der lebensechten und äußerst detaillierten Zugsimulation mit authentischen Strecken und Zügen aus aller Welt. Dann gucken wir mal, um zu beginnen. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu Ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt. Man muss stetig auf die umgebende Welt achten. Üben Sie, indem Sie nach oben, unten, links und rechts schauen. Außer dem Fahren von Zügen gibt es viele Anforderungen für die Bewegung zu Fuß. Bewegen Sie sich jetzt. Das kriegen wir doch hin. Dann laufen wir zu irgendeinem Gleis. Ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Beziehungsweise, ich habe es ja eigentlich nur bei Lavern kurz sehen können. Da stand aber schon beim Gleis. Und steigen dann gleich mal in den ICE ein. Beziehungsweise, nehmen erstmal. Dies hier ist eine von vielen interaktiven Handlungen, aber nicht alle sind so leicht zu entdecken. Die Streckenkarte von München nach Augsburg. Beziehungsweise wahrscheinlich eher in diesem Fall von Augsburg nach München. Ist das... Wir sind ja wahrscheinlich, glaube ich, gerade in München, oder? Ist das so normal oder ist das einfach irgendwie, um uns eine Barriere zu geben? Ich war nie in München, also ich bin, glaube ich, höchstens bei München vorbeigefahren, an irgendeinem Kreuz, als es irgendwann mal Richtung, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube, es war Österreich, ging. Ah, schon auch wieder relativ lange her. Von daher weiß ich ehrlich gesagt echt nicht mehr. Ne, Moment, was wollte. Wer? Ne, der Satzbau macht ja gerade gar keinen Sinn. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Da ist ein Kopfbahn, und wissen müssen wir uns wahrscheinlich auf die andere Seite des Zuges setzen, weil wir sollen damit bestimmt fahren. Ja. Zug nach Augsburg, betreten Sie den Führerstand. Ach, wir gehen einfach mal hier durch und schauen uns den ICE schon mal hier von innen an. Wobei, der dürfte ja wahrscheinlich vergleichbar sein mit dem IC3M. Kommt mir zumindest bekannt vor, so wie es hier aussieht. ICE, nicht einsteigen. Ah, das machen wir. Wir machen es trotzdem. Auch wenn da steht, wir sollen nicht einsteigen. Aber es wird jetzt ja auch hier ein... Müsste doch eigentlich auch ein IC3 sein, oder? Ich kenne mich damit nicht ganz so aus, aber... 403... kennen wir doch schon irgendwo her. Dann setzen wir uns mal hin. Sollen uns doch bestimmt hinsetzen, oder? Nein. Dann war ich zu schnell.
Oder erstmal irgendwo hinsetzen, das ist ja super. Dürfte ich? Dankeschön. Sie können das Erlebnis jederzeit anhalten, um Ihre vorherigen und derzeitigen Ziele anzusehen. Überprüfen Sie sie jetzt und kehren Sie zum Spiel zurück, sobald Sie fertig sind. Dann ist auf Escape, kommen wir dann zur Übersicht, wo wir gerade unsere aktuelle Position haben und unser nächstes Zwischenziel so gesehen. Dann haben wir hier den Ablauf. Okay, wir haben das schon betreten, obwohl erst noch die Sachen kommen. Also ist ja super. Hier haben wir dann die Geschwindigkeit, hier haben wir nochmal das Nachrichtenlog, was quasi so alles aufgeploppt ist. Dann können wir jetzt auch wieder hier raus und dann... Sie werden viel Zeit mit Fahren verbringen. Setzen Sie sich also auf den Lokführersitz. Kriegen wir hier keine... Okay. Haben wir gemacht. Lassen wir uns hin. Jetzt haben wir die Erlaubnis. Eine Blickfeldanzeige ist jetzt rechts auf dem Bildschirm. Diese zeigt an, was der Zug macht. Dies ist die Geschwindigkeitsanzeige. Die aktuelle Geschwindigkeit wird durch einen beweglichen Balken angezeigt. Die rote Markierung zeigt die derzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Okay, ich dachte... Also was ich immer sagen muss, ne? Ich finde es sehr, sehr, sehr schade. Oder was ist schade? Ja, doch schon in einer gewisser Form schon. Ich fand es sehr gut, dass die Uhrzeit, die aktuelle Uhrzeit vom Game selbst quasi hier stand. Das fand ich echt gut. Weil dann konnte man achtet ja eher hier drauf, von wegen, was ist die Höchstgeschwindigkeit, das ist die Höchstgeschwindigkeit, um nochmal nachzuschauen, wie schnell fahre ich, um sicher zu gehen, wie schnell man wirklich fährt, weil hier kann man es ja eher nur abschätzen, hier sieht man es ja perfekt. Und da die Uhrzeit da war, das war eine sehr große Erleichterung, dass die Uhrzeit jetzt nur noch hier oben ist und dann auch so in klein, ist dann doch schon wieder eher suboptimal. Meiner Meinung nach. Dies ist die Richtungswendeanzeige. Ein Pfeil zeigt die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral an. Dies ist die Leistungsanzeige. Eine Zahl zeigt die Position des Leistungsreglers an. Dies sind Bremsindikatoren. Sie zeigen den Zustand der verschiedenen Bremssysteme an und ermöglichen deren unabhängige Steuerung. Mensch, oben rechts sind die Signal- und die erlaubte Geschwindigkeitsanzeige. Diese zeigen an, was sich nähert und eine Countdown-Distanz, ab wann es in Effekt treten wird. Einige dieser Anzeigen können in den Einstellungen ausgeschaltet werden, wenn Sie eine größere Herausforderung möchten. Ja, nee, also bei... Wenn ihr bei mir schaut, wird das hier auch mal noch angezeigt werden. Das Einzige, was halt wegfällt, ist halt die Haltetafel, die quasi auf dem Boden anzeigt, wo welcher Waggon halten sollte. Dieser Zug ist bereit für die Abfahrt. Schieben Sie den angegebenen Hebel ganz nach vorn, um loszufahren. Ganz nach vorne? Ich glaube, ganz nach vorne sollen wir es nicht machen, oder? Machen wir mal. Aber nochmal gleich ein bisschen wieder runter mit der Leistung. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Wir dürfen ja eh nur 40. München Hauptbahnhof ist das südliche Ende eines Hochgeschwindigkeitsstreckennetzes, das schnelle und effiziente Reisen durch ganz Deutschland ermöglicht. Dieser Zug verfügt über 8 Wagen. Jeder davon hat Fahrmotoren zwischen den Achsen, um einen einfacheren, schnelleren und effektiveren Betrieb zu gewährleisten. Machen wir den Leistungsregler auf. Aus! Oh, und das SIFA, was mir auch gestern aufgefallen ist, dass das SIFA nur noch hier angezeigt wird und auch nicht mehr hier. Das ist auch eine Erschwerung des Hats.
dieser Blur-Effekt, ne? Das muss man ja auch mal sagen, dass mit FXAA und... Train SimWorld 2 ermöglicht es Ihnen, aus einer Auswahl von internen und externen Kamerawinkeln zu fahren. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während dieser Zug in Bewegung ist. Und wenn man das Ganze ausschaltet, die Anti-Aliasing, glaube ich, dann sind die ganzen hier am Flackern. Ich kann es einfach nochmal zeigen. Im letzten Video ist das, glaube ich, jetzt eher. Schaut man jetzt eher weniger nach, würde ich sagen. Wir machen es mal auf aus, das Anti-Aliasing. Naja, ist halt auch schon ordentlich am Flackern hier, wie man sieht. Da ist das andere halt dann doch schon smoother. Das Ganze können wir uns nochmal kurz anschauen mit FXAA. Und hier ist es halt ebenfalls. Und da kann natürlich sein, dass es dann halt der Blur-Effekt geringer ist, aber das Geflackere ist dann halt doch schon etwas, anstrengender. Ja, genau, dann machen wir dann mal das, was das Spiel uns befiehlt. Auch schönes großes Bahnhofsvorfeld. Und jetzt sollen wir jetzt wieder rein oder könnten wir nicht entscheiden? Ah, jetzt haben wir zur Ich-Perspektive zurück. Sie haben hier nur ein kleines Gebiet gesehen. Das stimmt. Schauen wir, was es sonst noch zu entdecken gibt. Achievement unlocked. Willkommen in Bayern. Steigen Sie an Bord von internationalen und lokalen Zügen, die ein hochmodernes, mehrspuriges Streckennetzwerk befahren. Erreichen Sie bis zu 230 km/h unter Beachtung des LZB-Signalsystems. Halten Sie die reisende Zivilbevölkerung mit Hilfe der großräumigen BR-423-S-Bahnen in Bewegung. Schicker Express oder Massentransport. Sie sitzen auf dem Lokführersitz. Vergessen Sie unterwegs nicht, Streckenkarten zu platzieren, Fahrradstationen zu installieren, Streckenausrüstung zu warten und beschädigte Notfalltelefone zu reparieren. Das ist die Hauptstrecke München-Augsburg. Das ist die Hauptstrecke München-Augsburg. Das heißt, wir bekommen jetzt ein bisschen... Okay, wir kriegen schon zumindest ein bisschen die BR403. Gut, also diesmal kein ICE3M, sondern nur ein ICE3, so gesehen. Wir sind jetzt Level 21. Und wir haben 9 Minuten 45 benötigt. 1,4 Kilometer zurückgelegt und 9.190 Punkte bekommen. Einführung in die BR423. Willkommen beim Lokführertraining hier in München-Pasing. Heute lernen Sie, diesen BR423 Elektrotriebzug in der verkehrsroten DB-Lackierung zu fahren. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit den wichtigen Fahrsteuerungen und Fahrgastaufgaben. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Aber wir steigen einfach mal ein in die BR423. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Setzen wir uns mal hin. Fügen Sie den Richtungswender ein, um das Hauptpult zu aktivieren. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um die Sicherheit zu gewährleisten, und entriegeln Sie dann die Türen. Alles frei, falsche Richtung. Können wir die Türen
öffnen. Und lassen wir die Fahrgäste wieder einsteigen. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Das kriegen wir hin. Die ganzen sind. Von hier aus werden Sie zur nächsten Haltestelle München-Leim geleitet. Dieser Triebzug verfügt über einen Kombihebel, der Leistung und Bremse steuert. Die Bremsen sind derzeit betätigt. Bewegen Sie den Hebel über die Nullstellung hinaus in den Leistungsbereich, um in Bewegung zu kommen. Wir werden das auch wieder so machen wie immer eigentlich, dass wir die ganzen Szenarien und den Fahrplanmodus wieder mit Zugsicherheitssystemen fahren. Wir bekommen gleich wahrscheinlich wieder auch nochmal eine Einführung in den IC3. Mal das Ganze schnell auf 50. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Es ist wichtig, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Falls Sie beginnen, die Geschwindigkeit zu überschreiten, fahren Sie etwas langsamer, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen. Aber natürlich, das macht alles komplett Sinn. Wir können jetzt 120 km pro Stunde fahren, müssen aber gleich nochmal runterbremsen auf 100. Machen wir das Ganze einfach mal fix. Stand da auch gerade nicht einsteigen dran. Oder sah es mal vorbeifahren nur so aus. Nicht so schnell, weil ich gerade gucken wollte, ob ich das vielleicht doch vergessen habe zu ändern. Audio-Eigenschaften sind richtig für eine Aufnahme. Dann sind wir direkt ab auf 100. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. War wahrscheinlich noch viel zu früh für so eine starke Bremsung. Das haben wir gestern ja schon mehr oder weniger versucht im Livestream, beziehungsweise ja, für mich gestern, für euch im Fall dann vorgestern, ein bisschen zu trainieren, ab wo man wie stark in die Eisen gehen kann. Gefühlt muss man mit der 423. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um die Sicherheit zu gewährleisten, und entriegeln Sie dann die Türen. Gefühlt kann man mit der 423 ein wenig sind die Bremsen gefühlt nicht ganz so stark, aber das ist auch nur so ein Feeling. Sind mittlerweile auch wieder ein paar Stunden her. Ein paar viele Stunden, um genau zu sein. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Dann schließen wir mal die Türen. Gut. Fahr
fahren Sie diesen Zug dieses Mal ohne Anleitung zur nächsten Haltestelle München-Hirschgarten und testen Sie einmal, wie Sie klarkommen. Gar kein Problem. So, kurz vor München-Hirschgarten. Garten. Sollen wir dann nochmal ein bisschen, müssen wir nochmal ein bisschen langsamer fahren? Wahrscheinlich haben wir auch bei München-Hirschgarten dann rotes Signal. Beginnen Sie die Legs. Jetzt liegt auch sein immer ein bisschen. Ne, kann ich nicht Taskmatch, sagt nein. Werden wir es überhaupt? Bremsen wir erstmal. Scheinbar ein Vollzug oder wie oder was? Also die Fahrgäste wieder einsteigen. Und dann wird das wird es wahrscheinlich dann unsere Tour gewesen sein, oder? Ja, gut, scrollen kann man hier wiederum auch nicht, wie bei jedem Szenario. Immer noch belastend. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Wunderbar. Also von der BR 423 Einführung, Achievement Unlocked Show and Tell. Wir sind jetzt Level 2 in der BR 423 und auf der Aufstrecke München-Augsburg Level 5. Insgesamt sind wir kurz vor Level 21. Es gibt auch hier wieder eine Goldmedaille, wir haben 9 Minuten benötigt, einen Zug gelegt in Entfernung von 4,4 Kilometern und 2517 Gesamtpunkte bekommen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im nächsten Tutorial. Willkommen beim Lokführertraining am Hauptbahnhof Augsburg. Heute lernen Sie, diesen BR 403 Hochgeschwindigkeitszug im Intercity Express Weiß zu fahren. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit den wichtigen Fahrsteuerungen und Fahrgastaufgaben. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Alles klar, machen wir das auch mal. Dann die Leiter hinaufsteigen. Okay, diesmal hat es auch so funktioniert. Interessant. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Kollege weg. Dann also ganz auf vorwärts. Stellen Sie die Außenbeleuchtung für den erwarteten Fahrbetrieb ein. Spitzensignal auf normal. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, bevor Sie die Türen entriegeln. Sieht super aus. Dann können Sie ja. Jetzt öffnen. Schließvorgang eingeleitet. Gott. Und ich habe es einfach rechts wieder zugemacht. Das kann natürlich auch sein. Diese Fahrraddinger da aufzustellen, finde ich auch eher. Es ist Zeit zum Losfahren. Muss man erstmal finden. Schließen Sie die Türen. Geht doch. Für diese Einführung fahren Sie entlang der Hochgeschwindigkeitsstrecke Richtung München.
Nach der Abfahrt lernen Sie, wie man das AFB-Kontrollsystem aktiviert. Diesmal lernen wir sogar wirklich, glaube ich. Der Zug ist jetzt abfahrbereit. Lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um loszufahren. So, erstmal auf 80 Kilometer pro Stunde beschleunigen, okay. Das geht auch gleich, wenn wir jetzt hier aus, oh Gott, aus Augsburg Hauptbahnhof draußen sind, dann dürfen wir ja auch gleich wieder 90 fahren und erreichen wir auch die 80. Relativ flott. Weiter beschleunigen. Das soll ja gleich auch in die 90er-Zone für uns komplett reinfahren. Da haben wir es. Was soll dann danach, wenn wir die 80 erreicht haben, denke ich mal erstmal auf das Minimum der Leistung zurückgehen, damit wir... Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Um das AFB-System einzuschalten, stellen Sie sicher, dass der Leistungsregler nicht aktiv ist. Ja, das ist er nicht. Bewegen Sie den AFB-Hebel auf die angezeigte Geschwindigkeit und navigieren Sie dann zum entsprechenden Bildschirm auf der Multifunktionsanzeige. Wir haben gerade 150. Auf 330 einstellen. Hallo? Oh Gott. Hallo? AFB. Aktivieren Sie das AFB wie angezeigt. AFB soll Freigabe. Und so zum Grundbild. Sie können jetzt mit dem Leistungsregler die volle Leistung einstellen und das AFB-System wird den Zug mit der eingestellten Geschwindigkeit steuern. Ja, demnach fahren wir noch mehr als 330. Um die Geschwindigkeit des Zuges zu ändern, passen Sie einfach die Position des AFB-Hebels an. Dann ändern wir erstmal auf 150. Soll dann die nächsten Kissing halten. Kommen wir noch eine Lampe, noch eine Zwangserkennen? Nee, wir sollen direkt an einem Ort halten. Alles klar, wunderbar. Dann rauschen wir mal nach Kissing. Ich habe das Gefühl, dass bei den Tutorials ist es unmöglich. Keine Quote mehr dazu bekommen. Wobei unmöglich sollte ich nicht sagen, ne? Möglich ist es bestimmt. Ah, das ist schon eine schöne Strecke. Ich weiß gar nicht, wo wir hier lang gefahren sind. Wir sind ja gestern mit einer BR423. Wir müssen dann rechts lang gefahren sein, genau. Auf der rechten Seite. Wir sind ja von Augsburg nach München gefahren. In extrem lange, weil wir dann hier auf dem IC3 warten mussten. Mehrfach und mehrfach auf dem roten Signal standen. Wir dürfen gleich AFB höher stellen auf 330.
beziehungsweise auf 230 meine ich. Weil wir müssen auch noch abbremsen, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Da sollten wir schon so 2 Kilometer vorher, 200 Kilometer vorher anfangen zu bremsen. System auszuschalten, stellen Sie sicher, dass der Leistungsregler nicht aktiv ist. Schalten wir den Leistungsablauf aus. Dann gehen wir wieder auf AFB. Auf die 1. Deaktivieren Sie das AFB wie angezeigt. Bringen Sie den Zug, wie angezeigt, zum Halten. Sehr spät, dass das jetzt kommt. Wir hätten schon viel vorher anfangen müssen zu bremsen. Weil die Bremsen sind gut. Die Bremsen sind besser, als ich dachte. Aber gut, ich bremse eigentlich auch nie mit der Zugbremse Nummer 8. Sondern eher mit 1b bis 3 oder teilweise maximal nochmal 4. Sanftes Bremsen halt. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Wunderbar. Achievement unlocked, Master of München. Kurz Mac. BR403 Einführung. Wir sind jetzt kurz vor Level 3 in der BR403 C3. Wir sind kurz vor Level, oder bald Level 6 auf der Aussteiger München-Augsburg. Wir haben 9 Minuten 42 benötigt. So gelegte Entfernung 10,49 Kilometer und 2052 Aktionspunkte damit bekommen. Eine Goldmedaille. Wir fahren mal fort, gehen nochmal kurz im Hauptmenü und schauen uns an, was es alles so für Szenarien gibt und womit wir mit dem ersten Szenario fangen wir sogar tatsächlich später im Laufe des Tages nochmal sogar an. Okay, das funktioniert jetzt gerade nicht mit dem Steam Overlay. Jetzt funktioniert's. Dann können wir uns einfach mal kurz mal angucken, was für Achievements wir jetzt unlocked hatten. In dieser heutigen Fahrt. Ist das sortiert? Nö. Wobei wahrscheinlich doch, ne? Ja. Mac für mich in Augsburg, ich verstehe. Ne, das war gestern. Ist das alles vom 23. Naja. Wir haben noch 2 Sachen abgeschlossen. Also einmal war es Meister von München, Master auf München. Da schließen sie alle Trainingsmodi, Module der Hauptstrecke München-Augsburg ab. Da war aber noch was. Hä? Ich bin verwirrt. Das ist das Einzige, was wir jetzt hier haben, obwohl wir doch eigentlich noch was anderes abgeschlossen hatten, aber egal. Gut, ist halt wie es ist, ne? Ah, hier. 23. Oktober. Schließen Sie 5 Trainingsmodule ab, wird es wahrscheinlich gewesen sein. 12.40 Uhr kommt hin. Und 12.57 Uhr dann Klassenbester, schließen Sie 10 Trainingsmodule ab. Okay. Gut, wie dem auch sei. Erkunden. Szenarien. Gibt's einmal die Waschfahrt. Bereiten Sie einen ICE am frühen Morgen vor dem Betrieb vor und bringen Sie ihn auf die Strecke. 55 Minuten, 1 von 5 Schwierigkeit, 8000 Punkte für die Goldmedaille.
Dann haben wir wieder ein ICE, mal wieder eine Eiszeit. Oder Moment, ist es beim letzten Mal auch Eiszeit oder ist es dort eiskalt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber da war ja auch irgendwie so ein Wortwitz mit ICE und Eis. Übernehmen Sie die Steuerung eines ICEs und erreichen Sie Ihr Ziel, während Sie gegen die eisigen Bedingungen ankämpfen. Schwierigkeit 4 von 5. Maximale Punktzahl, aber Goldmedaille für brauchen wir 5000. Pendlerirritation, übernehmen Sie die Steuerung einer S-Bahn und erreichen Sie Ihre Ziele ohne Probleme. Dieses ohne Probleme, da weiß man direkt schon, es wird Probleme geben. 2 von 5 Schwierigkeit, 20.300 Punkte. Für die Goldmedaille ist auch relativ easy machbar. Ich glaube, wir hatten gestern 2.700 oder so gehabt. Stromnotlage. Eine routinemäßige ICE-Fahrt steht an, aber wird alles nach Plan verlaufen? Wenn es dort schon so steht, dann definitiv nicht. Scheinbar werden wir keinen Strom haben, oder wie, oder wo, oder was. Oder nur geringen Strom. 5000 Punkte für die Goldmedaille. 4 von 5 Schwierigkeit. Und S-Bahn-Abschaltung. Schließen Sie den letzten Teil einer S-Bahn-Fahrt nach München Hauptbahnhof ab, bei dem es auf dem Weg ein Problem gibt. Um es kurz zu machen, es gibt höchstwahrscheinlich auf 4 Strecken Probleme oder auf 4 Szenarien Probleme. 20 Minuten brauchen wir hierfür, 3 von 5 Schwierigkeit, 3200 Punkte für die Goldmedaille. Ja, das ist doch alles relativ interessant. Dann würde ich sagen, sehen wir uns, ich denke mal um 18 Uhr mit dem Szenario Waschfahrt wieder. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich sehe dann im nächsten Video von Train Sim World 2 auf der Hauptstrecke München-Augsburg wieder.